Wieder ein Monat um, wieder ein neuer Goldrekord. Wie es aussieht, ist Gold derzeit einfach nicht aufzuhalten. Das ist PhiloroTV, ich bin Joachim Brandl, wir machen das Update August. Kaum bin ich zwei Wochen auf Urlaub, geht die nächste Rally los. Und das meine ich wortwörtlich. Ich habe mich am 16. August verabschiedet und am selben Abend sind die 2500 Dollar pro Unze gefallen. Als hätte der Goldpreis nur darauf gewartet, dass ich nicht darüber sprechen kann. Aber jetzt mache ich es doch. 2529,84 Dollar erreicht am 20. August. Das ist der aktuelle Rekordwert. Die 2500 Dollar haben sich seitdem mit zwei kurzen Unterbrechungen recht stabil gehalten. Das bedeutet für den Jahresvergleich ein Plus von über 30 Prozent. Wenn wir fünf Jahre zurückgehen, sehen wir sogar einen Anstieg um 62 Prozent. Aber nicht nur der Handelspreis ist gestiegen, auch die Gold Shares vermelden Zuflüsse. Der größte Gold-ETF hat zuletzt innerhalb einer Woche um 380 Millionen US-Dollar zugelegt. Und das alles, während die weltweite Goldnachfrage sogar zurückgegangen ist. Das World Gold Council hat gemeldet, dass im zweiten Quartal 2024 um 6% weniger Gold gekauft wurde als im Vorjahr. Grund dafür ist unter anderem ein Einbruch der Schmuckbranche. Dort wurde ein Minus von 19 Prozent verzeichnet. Außerdem macht China, zumindest offiziell, noch immer eine Einkaufspause beim Gold. Das behandeln wir ausführlich in diesem Video. Erklärungen für diesen neuen Rekord finden wir viele. Die bevorstehende Sitzung der FED wirft ihre Schatten voraus. Alle rechnen damit, dass die US-Notenbank Mitte September die Senkung der Leitzinsen einleiten wird. Außerdem schwächen die geplanten niedrigeren Zinsen den US-Dollar. Das macht Gold für internationale Käufer attraktiver. Und natürlich spielt auch die geopolitische Unsicherheit mit. Sie hat nach Ansicht einer Kommentatorin ihren Höhepunkt erreicht. All das könnte Gold sogar noch weiter nach oben treiben. Die nächste Rundemarke von 2600 Dollar scheint schon ins Visier zu kommen. Sogar von 3000 Dollar ist schon die Rede. Silber ist ein bisschen zumindest mitgezogen. In den letzten Tagen des August wurden die 30-Dollar-Marke kurz geknackt. Dann sind wir zwar darunter gefallen, aber trotzdem sehen wir einen Monatsplus von 6%. Hier eine kurze Erinnerung: Unter dem Video ist der Abonnieren-Button. Einfach draufklicken und keines unserer Videos versäumen. Weiter geht's. Schauen wir uns die Wirtschaft an. Der internationale Währungsfonds bleibt einigermaßen optimistisch. Die Weltwirtschaft soll 2024 um 3,2 Prozent wachsen, nächstes Jahr dann um 2,5 Prozent. Spannend ist dabei, dass dieses Wachstum an den entwickelten Ländern mehr oder weniger vorbeigeht. Die sogenannten Advanced Economics sollen heuer nur um 1,7 Prozent zulegen. Das sind die Zahlen des IWF nach Ländern aufgedröselt. USA 2,6 Prozent Wachstum für 2024, China 5 und Indien 7 Prozent. Die Eurozone soll um 0,9 Prozent wachsen, die Schweiz um 1,3 Prozent. Für Österreich werden 0,4 Prozent vorhergesagt und Deutschland ist hier das Schlusslicht, nur ein Plus von 0,2 Prozent. Dazu passt auch eine Aussage des deutschen Wirtschaftsministeriums, konjunkturelle Belebung nicht in Sicht, heißt es da. Im zweiten Quartal ist das Bruttoinlandsprodukt sogar um 0,1 Prozent geschrumpft. Kommen wir zum Dauerbrenner Inflation. Die Weltbank sagt, die Zentralbanken haben hier gute Fortschritte erzielt. Und das sieht man auch an den Zahlen. Im Juli 2022 lag die weltweite Inflation bei 9,4 Prozent. Im Juli 2024 waren es lediglich 2,9 Prozent. Und für den August gibt es zumindest aus Deutschland besonders gute Nachrichten. Das 2-Prozent-Ziel scheint erreicht zu sein. Das geht aus Daten des Statistischen Bundesamts hervor. Demnach sind die Verbraucherpreise in Deutschland im August nur noch um 1,9 Prozent gestiegen. Das ist der niedrigste Wert seit dreieinhalb Jahren. Gleichzeitig gibt es aber auch eine Warnung, es ist nicht sicher, wie nachhaltig dieser Wert ist. In den nächsten Monaten kann es hier noch zu Schwankungen kommen. Und zum Schluss noch das Update zu den Zinsen. Alle haben Ende des Monats nach Jackson Hole in Wyoming geschaut, wo sich die US-Notenbanker getroffen haben. Dort hat vor zwei Jahren am Höhepunkt der Inflation Jerome Powell gesagt, notfalls werde man eine Rezession riskieren, um die Inflation auf unter 2% zu bekommen. Heuer klingt er ja ganz anders. Die Zeit für eine Anpassung ist gekommen, sagt er. Mitte September soll es also soweit sein. Das wäre die erste Zinssenkung der Fed seit Anfang 2020. Der Herbst wird uns und dem Goldpreis also einiges an Action bieten. Zinssenkung, US-Wahl und die indische Festperiode, in der traditionell viel Schmuck gekauft wird. Wir bleiben gespannt und halten Sie auf dem Laufenden. Wenn Sie Fragen oder Kommentare haben, bitte gerne unter dem Video oder per Mail an tvstudio. .com. Und am besten abonnieren Sie auch gleich unseren Kanal, dann verpassen Sie nichts. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis bald.